Gut, also ich möchte im Namen des Hauptsponsors der Joomla.de euch kurz etwas über uns erzählen und zwar euch ein bisschen einen Kontext geben, warum wir eigentlich hier sind, warum uns die Kooperation mit Open Source wichtig ist, auch ja, auf welche Themen wir abgesehen von Domains setzen und was das auch euch und der Joomla-Community und der Internet-Community an sich bringen kann. Darum habe ich den Vortrag genannt Mehr als nur Domains und ich habe den Dimi mit meinen Kollegen vom CERT.at, der euch dann auch inhaltlich ein paar relevante Security-Sachen erzählen wird. Aber ich mache so quasi den Rahmen rundherum. Ja, ihr kennt Nick.at natürlich als Registrierungsstelle für AT-Domains. Vielleicht habt ihr auch letztes Jahr mitbekommen, da haben wir Jubiläen gefeiert. Wir haben gefeiert 30 Jahre .at und 20 Jahre Nick.at. Also die Domain-Registrierungsstelle Nick.at gibt es seit 20 Jahren oder jetzt im 21. Jahr. Wir haben momentan über 1,3 Millionen AT-Domains. Der Großteil der Domains wird über große Registrare, also große ISPs oder Provider bei uns registriert. Kennt ihr sicher, weil ihr sicher den einen oder anderen Anbieter habt, wo ihr eure Domains bezieht. Ich habe dann noch zwei, drei so kleinere Facts dazu geschrieben. Wir haben, und das soll diese Landkarte sein, wir haben anlässlich unseres 20-jährigen Jubiläums und 30 Jahre AT so eine Domain-Landkarte von Österreich hergestellt, wo wir ein paar Zahlen und Daten und Fakten zu AT aufbereitet haben und dann auch geschaut haben, ja, in welchen Orten gibt es ganz besonders viele Domains, das war ganz nett. Was viele auch nicht wissen, wir haben zwei Firmensitze. Der Firmensitz an sich ist in Salzburg, aber in Wien gibt es auch einen Sitz, wo hauptsächlich eben die technischen Abteilungen und auch das CERT.at angesiedelt sind. Security ist uns wichtig, habe ich schon gesagt, deswegen sind wir auch Security-zertifiziert nach ISO 27001. Und damit man auch so ein bisschen eine Idee hat, worüber wir sprechen, weil man glaubt ja immer, ja, was hat so eine Registry eigentlich zu tun? Ja, da kommt eine Domain daher, das ist ein Eintrag in einem Verzeichnis und das war's. Es sind dann doch über 600.000 Transaktionen an Domains, die wir im Jahr abarbeiten. Der Großteil natürlich vollautomatisiert, aber vielleicht habt ihr das auch schon selber Erfahrungen gemacht. Natürlich auch viele Transaktionen, wo man auch mal unser Kundenservice braucht oder wo man auch mal manuell was machen muss. Weil viele Leute immer fragen, ja, wie ist Nick.at überhaupt aufgebaut, wie ist das organisiert? Unsere Eigentümerin ist eine Privatstiftung, und zwar die Internet-Privatstiftung Austria, die sich aber zum Ziel gesetzt hat, das Förderung des Internets, also das Internet in Österreich zu fördern. Sprich, die Gewinne der Nick.at gehen in die Stiftung, werden aber wieder ausgeschüttet, und zwar im Rahmen der Förderaktion NetID. Da vergeben wir jährlich 1,5 Millionen Euro an Open-Source-Projekte. Und ich glaube, das ist eben auch ein Anknüpfungspunkt, wo die Joomla-Community durchaus ja, davon profitieren kann. Es kann nämlich jeder bei der NetID einreichen. Es gibt Projektförderungen, es gibt Stipendien für Masterarbeiten und für Dissertationen und es gibt auch also wissenschaftliche Grundlagenforschungsprojekte, die gefördert werden, das aber über den FWF. Aber im Prinzip kann jede noch so kleine innovative Grassroot-Idee eine Chance auf Förderung haben. Es gibt jährliche Ausschreibungen. Die Calls sind meistens so, starten meistens so im April, Mai. Und ihr könnt euch auf www.netid.at darüber informieren und wie gesagt gerne einreichen, egal ob Privatperson, ob Unternehmen, ob Studentin, Student. Wir sind dafür alle Einreichungen offen. Grundvoraussetzung Open Source, also sprich die Projektergebnisse werden der Community wieder zur Verfügung gestellt, dürfen weiterverarbeitet werden. Und es gibt natürlich ein paar Qualitätskriterien für die Einreichung. Und zwar sollen das einfach innovative Ideen sein, die das Internet weiterbringen. Ja, diese Förderung des Internets in Österreich zieht sich auch durch bei den Tätigkeiten oder bei zwei Meldestellen, die wir bei Nick.at angesiedelt haben. Und zwar
Ist euch vielleicht schon einmal untergekommen, die Stopline, gibt es auch schon seit 20 Jahren. Das ist die Meldestelle gegen sexuelle Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger und nationalsozialistische Wiederbetätigung im Internet. Ist eine Meldestelle, wo man über eine Website www.stopline.at anonym melden kann, wenn man im Internet auf Inhalte stößt, die man als kinderpornografisch einschätzt oder wo man den Verdacht hat, dass es Wiederbetätigung, also nationalsozialistische Wiederbetätigung ist. Und da wird also überprüft, ob der Content wirklich illegal ist oder nicht. Und dann werden die entsprechenden Schritte gesetzt. Sprich, in dem Fall, wenn es in Österreich gehostet ist, sofort auch mit Hilfe des Providers die Inhalte dauerhaft entfernt. Und in dem Fall, wenn es sich um Inhalte handelt, die auf ausländischen Servern gehostet werden, gibt es Partner-Hotlines auf der ganzen Welt, die ebenso in ihren Ländern dann ganz rasch dafür sorgen, dass diese Inhalte verschwinden. Ja, das war Stopline. Und die zweite Meldestelle, die auch von NIC.at oder bei NIC.at angesiedelt ist, ist das CERT.at, das Computer Emergency Response Team. Und weil ich dem Harald versprochen habe, also dass das nicht nur eine Werbeeinschaltung wird hier, sondern dass das auch, dass da auch richtig relevanter Inhalt verbreitet wird, ist der Dimi vom CERT heute da und wird uns ein paar Sachen aus seiner Sicht, die gerade so Security relevant sind, kurz mal vortragen. Und deswegen machen wir jetzt einen fliegenden Wechsel. So, na hallo. Also, das Ding sagt immer noch was anderes. Ah, okay, warte, muss man da aus dem Präsentationsmodus rausgehen, habe ich gehört? Ah, ja. Na, warte, ich muss da aus dem Präsentationsmodus, oder? Muss ich da aus dem Präsentationsmodus? Juck. Jetzt was. Aber da muss ich, da war ich falsch. Da. Warte, geh mal das. Genau, jetzt raus. Ja, okay. Und du musst jetzt wieder rein in den Präsentationsmodus. Präsentationsmodus. Das ist dabei Anzeige, glaube ich. Und Volltextanzeige. Vollbildmodus, genau. Gut. Auch spannend. Mit. Gut, also. Ich rede über das nationale CERT. Wer kennt CERT.at so generell? Okay. Also ja, so als erstes, der erste Punkt ist mal, was wir so ein bisschen machen werden. Also was ist überhaupt ein CERT? Was tut sowas generell? Warum braucht man sowas? Warum will man sowas haben? Dann über uns CERT.at und dann, was wir jetzt für Joomla-Entwickler und Entwicklerinnen anbieten können. Warum macht es vielleicht auch Sinn, uns zu kennen? Also ganz kurz mal zu mir. Also ich habe an der Uni Wien was Geisteswissenschaftliches studiert und ein bisschen Informatik, war dann dort eine Zeit lang Systemadministrator und bin jetzt seit Herbst 2018 bei CERT.at als Incident-Händler angestellt. Ja, und dementsprechend fangen wir an, was ein CERT ist. Also quasi, Moni hat schon gesagt, CERT ist also Computer Emergency Response Team. Das könntet ihr eventuell noch in anderen Dingen hören. Es gibt noch CSIRT und PSIRT. Das ist dann Computer Security Incident Response Team und Product Security Incident Response Team. Im Endeffekt ist das einfach ein spezielles IT-Team, das eine Security-relevante Aufgabe hat und das im Normalfall von außen ansprechbar ist. Und das ist schon mal ein wichtiger Punkt, der wird dann bei uns auch noch ein bisschen genauer kommen. Aber als erstes gibt es, Banken haben sowas ganz oft. Ja. Also viele von euch kennen wahrscheinlich Phishing-Seiten, die dann irgendwie behaupten, ah, das ist jetzt deine Bank und da willst du dich einloggen und de facto ist eine Phishing-Seite. Darum kümmern sich dann zum Beispiel Banken-CERTs, dass die dann schauen, dass die dann Takedown-Requests an die Hoster machen, solche Dinge. Aber diverse Firmen haben das. Ne? Google hat das, also sprich CDNs oder so, ISPs natürlich auch. Also viele, viele Firmen haben sowas. Dann gibt es das eine Ebene höher auf Staaten ganz oft. Also eben CERT.at ist dann auch ein nationales CERT. Da gibt es zum Beispiel auch, also die meisten CERTs in Europa haben einfach ein nationales CERT. Das heißt, da werden im Endeffekt alle Security Incidents, also IT-Security Incidents, die im Land auftreten, wenn es da Probleme, also die versuchen dann bei der Lösung koordinierend einzugreifen, so verschiedene Gruppen zu unterstützen, aber auch durchaus fachlich hingehen und mitarbeiten beim Beheben. Und dann gibt es komplett übergreifende CERTs. Also zum Beispiel, es gibt in Österreich als Sektoren-CERT das Austrian Energy CERT.
Das sind halt die ganze Energieindustrie in Österreich hat das da quasi. Es gibt in einigen Ländern ein Finanzzert, wo halt eben alle Banken sich dann untereinander austauschen, weil das macht ja Sinn. Die Leute greifen meistens nicht nur eine Bank an, sondern viele Banken. Und dann gibt es eben auch sowas wie die ENISA, das ist dann zum Beispiel in Europa, die vereint dann alle Zerts in Europa nochmal gemeinsam. Also wer von euch kennt noch vielleicht WannaCry oder NotPetya als die Malware-Ausbrüche, das ist dann was, wo so wirklich große, übergreifende Zerts halt dann auch noch nationale Zerts und alles koordinieren. Also da wird es dann sehr groß. Und ganz wichtig, weil das doch oft kommt, also Zert hat nichts mit Zertifikaten zu tun. Ja, gut, also was sind wir? Wir sind das nationale Zert für Österreich und wir sind zusammen, also wir sind im Endeffekt eine Kooperation von NIC.at und dem Bundeskanzleramt, also auch im Bundeskanzleramt sitzt ein Teil von uns, nämlich der nicht technische Teil. Warum wir? Naja, NIC.at als Registry für Österreich, da macht das natürlich prinzipiell Sinn, dass man nicht nur quasi die AT-Domäne verwaltet, sondern sich auch ein bisschen darum kümmert, was denn so in AT los ist. Ja, sorry. Und was sind unsere Aufgaben? Im Endeffekt, wir sind einerseits mal proaktiv dabei, dass wir Warnungen schreiben, dass wir Pressearbeit machen. Ja, seht ihr, was da steht. Und auch Netzwerkhygiene. Also wir schauen, was gibt es für Probleme in Österreich und leiten das dann weiter. Und wir eben reaktiv bei Vorfällen. Also wenn mal was Großes ist irgendwo bei einer Firma, dann fahren wir da auch hin und helfen denen bei der Analyse, beim Aufarbeiten des Falls etc. Gut. Warum ist das jetzt interessant für Joomla-Entwickler und Entwicklerinnen? Also es gab vorher kurz den Security-Teil schon. Das ist zum Beispiel so eine defacete Website. Das ist jetzt keine spezifisch zu Joomla-defacete Website, aber so kann dann eure Website ausschauen, wenn da irgendeine Security-Lücke ausgenutzt ist. Ja, oder vielleicht auch so. Also das haben wir im Endeffekt wirklich täglich. Sehen wir das bei irgendwelchen AT-Domänen. Sowas da, also das jetzt eindeutig nicht Joomla, aber so im Sinne von, das ist ein guter Punkt, das sehen wir tatsächlich auch gar nicht so selten. Also diejenigen von euch, die das kennen, das ist eine WordPress-Startseite mit dem WordPress-Standard-Theme. Das heißt, die Person hat diese Seite aufgesetzt, nichts daran gemacht, aber übernommen ist sie schon worden. Also da sieht man auch, wie schnell das zeitlich gehen kann. Und so oder so kann das auch schon. Also da gibt es ganz, ganz viele interessante Sachen. Ja, und Websites sind halt einfach ein riesen Angriffsspace und da gibt es auch ganz, ganz viel. Und CMS, gerade so wie Joomla, haben natürlich eine Sache, je weiter verbreitet das CMS ist, desto interessanter ist es natürlich für Angriffe. Weil wenn ich eine Lücke in einem CMS finde, das weit verbreitet ist, heißt das, ich kann ganz viele Seiten weltweit angreifen. Ja, das macht es relativ praktisch und dementsprechend sind das gute Ziele. Und ja, das sehen wir leider immer wieder. Und noch ein großes Problem bei CMS ist halt, sind halt die Plugins. Auch das war vorhin in der Security-Session kurz. Alle Arten von Erweiterungen sind halt, es ist leider oft so, dass das ein sehr kleines Team von Entwicklerinnen und Entwicklern ist oder überhaupt nur eine einzelne Person entwickelt und irgendwann mal keine Lust mehr drauf hat. Und dann verschwindet das im Endeffekt und dann gibt es keine Security-Updates mehr und gar nichts mehr. Und wenn das dann wer übernimmt, naja, also ich habe auch, bevor ich eben bei Zert war, schon Seiten gesehen, wo die Leute dann einfach zum Beispiel ihr CMS nicht mehr abgedatet haben, weil sie hatten ein Plugin und wenn sie das ganze CMS abgedatet hätten, dann hätte das Plugin zerschossen. Aber das Plugin war total wichtig, es war völlig unmöglich, von diesem Plugin auf was anderes umzusteigen. Das ist natürlich eine Argumentation, die so extrem problematisch ist und die man auf keinen Fall machen soll. Also das Wichtigste für euch als Entwicklerinnen und Entwickler oder Maintainerinnen und Maintainer ist halt einfach Updates, Updates, Updates. Und als zweites Backups, 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 weil im schlimmsten Fall kann natürlich ein Update mal schief gehen und dann ist es sehr angenehm, wenn man ein Backup hat, das man schnell einspielen kann und die Seite ist dann wieder so da, wie sie vorher war. Ja, also das wäre mal so der Teil. Und was könnt ihr jetzt zum Beispiel über uns haben, was ist praktisch für euch? Kennt jemand von euch unsere Mailinglisten? Oder ist vielleicht auf einer von denen? Also es gibt quasi, wir haben eben quasi zwei Mailinglisten hauptsächlich, das ist Daily und Warning, die sind für euch hauptsächlich interessant. Also Daily ist tatsächlich eine Zusammenfassung sämtlicher IT-Security-relevanten Dinge, die am Tag passiert sind. Also ein großer Teil bei uns ist eben Medienbeobachtung, das heißt wir schauen uns ganz viele Medien international an und auch deutsch- und österreichisch spezifisch und suchen, gibt es da was ist davon relevant für Österreich oder so. Und das gibt es einmal am Tag als Aussendung. Das heißt, wenn es da irgendwelche großen neuen Lücken findet, dann findet sie die auch da drin. Jetzt eben nicht Joomla-spezifisch, sondern so über alles. Und Warnings sind dann Sachen, die größer, also wo man ein Einzelereignis hat,
dass einmal eine Aussendung ist. Das heißt, gerade Warning ist sehr, sehr low traffic. Also wer sagt, ich mag mich nicht auf eine Mailinglist schreiben, wo ich jeden Tag eine Mail kriege. Warning ist Gott sei Dank nicht so schlimm. Aber zum einfaches Beispiel für Warning, wer von euch hat das Asus-Ding mitbekommen, was jetzt vor ein paar Tagen war? Genau, also dass quasi die Update-Infrastruktur von Asus übernommen worden ist und die quasi auf all ihren Notebooks, also für 6 Monate lang haben quasi einfach Kriminelle deren Update-Infrastruktur besessen und konnten darüber Updates ausspielen, die halt keine Updates waren, sondern Schadsoftware. Das war zum Beispiel die letzte Warning, die wir geschrieben haben, weil das ist dann was, was für Leute schneller relevant ist. Und eben gerade bei so Defacements und so, also wir haben diverse Quellen, wo uns Probleme mit Websites gemeldet werden. Also bei Defacements zum Beispiel ist es so, es gibt einfach Seiten, Defacement hat ja meistens was damit zu tun, dass Leute zeigen wollen, wie cool sie nicht sind und wie toll sie nicht hacken können. Und deshalb gibt es da Seiten, wo die posten, ha, ich habe die und die Website gehackt. Diese Seiten sind halt meistens so, dass sie dann aber auch ein Feature anbieten, wo man die Liste davon kriegt. Und das machen wir in dem Fall zum Beispiel und schauen halt, die wo sind AT-Domänen, wo behaupten Leute AT-Seiten, defaced zu haben. Und da schauen wir uns dann an, sind das wirklich Defacements? Das ist eine der Quellen, wo wir sowas her haben. Wem sagt CEO Spam Injection was? Ja, also quasi es geht um Search Engine Optimization, also quasi wie Search Engines wie Google oder DuckDuckGo euch einfach ranken, wenn sie nach Seiten suchen. Und eine relativ praktische Methode ist quasi, wenn ich eine Seite übernommen habe, dass ich da einfach Links reinstelle, die nur im HTML sichtbar sind, aber quasi nicht auf der Seite auftauchen. Dann sieht das niemand, der oder die einfach die Seite ansurft, aber die Crawler von Google finden das natürlich. Und wenn ich das bei vielen Seiten mache, dann schaut das für Google so aus, als wäre meine Seite total wichtig, weil die sind ganz vielen Seiten verlinkt. Und auch solche Crawler haben wir quasi, die nach sowas suchen. Oder halt so haben wir... Genau, Viagra Cialis, das haben wir sogar auch nochmal extra, genau. Und dann Schadsoftware, also quasi es gibt viele, viele Hosts in Österreich, also viele, viele, aber doch auch Hosts in Österreich leider. Wenn man die ansurft, kriegt man direkt Malware. Ein ganz einfaches Beispiel, das vielleicht alle von euch schon mal in den Medien gehört haben, JavaScript Kryptominer, sowas. Ja. Also sowas in der Richtung, das ist das, was wir dann quasi ausschicken, wenn man sowas findet. Also auch da bindet jemand einfach bösartiges JavaScript ein, das dann quasi auf der eigenen Maschine, also wenn man die Seite ansurft, wird auf der eigenen Maschine mal kurz irgendeine Kryptowährung gemeint für irgendwen anderen. Ja, und dann haben wir noch viele Feeds, die uns quasi bekannte Schwachstellen an Servern geben. Gut, das wird für euch, kommt darauf an, wie holistisch ihr das alles machen müsst. Macht ihr nur die Joomla-Instanz oder macht ihr quasi auch den Server drunter? Aber wir schicken halt auch aus, wenn wir die Informationen bekommen, dass da Ports offen sind, die vielleicht nicht offen sein sollten. Und solche Dinge. Dann kann man uns jederzeit fragen, wenn man Probleme hat. Prinzipiell, wir sind aber kein Helpdesk. Also wir machen jetzt keine Konfigurationstutorials für irgendwie, wie konfiguriere ich mein Joomla? Das ist nicht unsere Aufgabe. Aber so, wenn man irgendwelche Fragen hat, weil es Probleme gibt, dann sind wir da gerne bereit. Und ein Punkt, auf den ich noch kurz eingehen will, der vielleicht, weiß nicht, wie relevant der für euch ist, aber ist für uns auf jeden Fall immer interessant, auch Responsible Disclosure, wer weiß, was das ist? Okay. Also da geht es im Endeffekt halt drum, Firmen reagieren leider sehr unterschiedlich, wenn man ihnen Schwachstellen meldet. Und es gibt Firmen, die drohen offen sofort mit Klage. Also quasi, wenn man jetzt veröffentlicht, dass man diese Schwachstelle gefunden hat, dann wird man verklagt. Wer von euch das vielleicht mehr beobachtet, vor kurzem gab es tatsächlich bei der Arbeiterkammer in Salzburg einen Fall, wo eben eine Person denen gemeldet hat, Entschuldigung, man kann über eure Website extrem viele Daten abgreifen und ihnen dann aber auch noch gesagt hat, dass die das halt gemacht hat, weil es so leicht war. Woraufhin die Arbeiterkammer gesagt hat, aha, das ist aber illegal. Und das ist auch so, ja, also das sollte man halt nicht machen. Das ist halt leider, das ist einfach ein rechtlicher Graubereich und viele Firmen reagieren halt da sehr negativ drauf, was ja irgendwo auch verständlich ist. Und Responsible Disclosure heißt dann einfach, ihr könnt es so machen, ihr könnt es über uns spielen. Ihr schickt es uns an reports@cert.at, sagt, ich habe da und da diese Schwachstelle gefunden. Da ist übrigens der Proof of Concept, so funktioniert das. Wir schauen uns das dann an, wir testen den Proof of Concept nicht, wir glauben euch. Also wir schauen uns konzeptionell an, ob es funktionieren kann oder nicht, aber sonst hätten wir quasi dasselbe Problem, wenn wir den ausführen. Und wir leiten das dann an die Betroffenen weiter und sagen, da auf eurer Website oder auf eurem Server oder sonst was oder in eurem Programm gibt es die und die Schwachstelle. Das wurde uns aus der IT-Security-Community zugetragen. Ja, mehr wissen wir darüber leider auch nicht. Und quasi, wenn die uns antworten, leiten wir das dann auch wieder zurück weiter. Und also quasi, wenn die sagen, wir sollen das an die Researcher wieder zurückgeben oder die Researcherinnen.
Und natürlich, wenn dann irgendwann zu dem Punkt kommt, wo beide sagen, nö, wir möchten jetzt bitte direkt miteinander reden, dann geben wir die Kontaktdaten auch weiter, aber eben nur auf ausdrücklichen Wunsch. Einziger kleiner Disclaimer in der Hinsicht noch, das ist keine absolute Rechtssicherheit, weil es gibt einfach keine rechtliche Grundlage dafür leider. Und dementsprechend theoretisch könnte uns jemand verklagen und dann quasi gerichtlich, könnten wir gerichtlich dazu gezwungen werden, Namen herauszugeben. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand das österreichische nationale Zert verklagt und gewinnt, tendiert gegen null. Aber es gibt noch keinen Präzedenzfall, also kann man in der Hinsicht nicht sagen, ja, das ist ganz sicher so. Und es gibt kein Gesetz, das quasi uns ausnimmt, dass wir das nicht dürfen, also dass wir nicht gezwungen werden können. Aber ja, so. Und von meiner Seite aus war es das, was ZERT.at macht. Gibt es irgendwie noch Fragen, die euch interessieren würden, was wir sonst machen oder Infos, die ihr noch gerne hättet? Sagst du noch kurz was zur NIS-Richtlinie und der Rolle des ZERTs da auch? Zur NIS-Richtlinie. Wer kennt die NIS-Richtlinie? So im Klar. Für eine Tätigkeit gibt es ja wohl jetzt eine Grundlage. Genau, ja, also es gibt jetzt eine Grundlage, wir sind also quasi, es ist jetzt am Ende letzten Jahres ist die NIS-Richtlinie in Kraft getreten, da geht es aber um kritische Infrastruktur, also Betreiber und Betreiberinnen kritischer Infrastruktur sind ab bald, weil das Gesetz ist da schon in Kraft, aber die, quasi die Leute haben, das Problem ist, das Gesetz tritt in Kraft und dann muss mal jemand entscheiden, was ist kritische Infrastruktur. Wenn das entschieden ist, muss jemand denen Briefe schicken, in denen drin steht, also Bescheide, ihr seid kritische Infrastruktur und die dürfen dann auch noch, Rechtsmittel dagegen einlegen, nö, glaube ich nicht. Da gibt es Sachen, da ist das klar, nicht? Also was weiß ich, die A1 wird kritische Infrastruktur werden, was immer sie tun. Aber da gibt es kleinere Firmen, bei denen das halt nicht so klar ist und das ist gerade im Laufen, wer da kritische Infrastruktur sein wird. Aber für die quasi muss es dann ein nationales ZERT geben, die sind dann auch meldepflichtig. Also wenn jemand von euch bei solchen Anbietern oder Anbieterinnen arbeitet, da werdet ihr dann quasi auf uns zurückkommen, weil wir wären in einigen Wochen eben auch, wenn das mit dem Bescheid fertig ist, sind wir dann auch wirklich nach NIS-Gesetz nationales ZERT und haben damit eine Rechtsgrundlage. Damit unsere Position auf jeden Fall nochmal stärker in Bezug auf, es wird uns kaum wer verklagen. Ja. Andere Fragen, was man noch von uns haben kann, wollen kann. Okay, ja dann, Dankeschön. Ja, klar. Jetzt die richtige Antwort. Okay. Dann, wo ist das Teil? Genau. Wir haben das ein spannendes Kastel da vorm. Aber wenn ich jetzt wieder auf den Präsentationsmodus gehe, dann. Ist weg. Das Kastel ist im Kastel. Okay. Das war sozusagen der Exkurs, was wir als NIC.at für die Sicherheit in Österreich und für die Community tun und auch auf welche verschiedenen Arten wir das Internet in Österreich fördern. Zurück aber zu unserem Kerngeschäft sozusagen, die .at-Domains. Und auch da gibt es Sicherheitsfeatures, die wir anbieten oder die man auch quasi über den Provider mitbestellen kann, wo wir sagen, das ist uns wichtig zu einer Absicherung der Domains. Das eine ist ein, ich weiß nicht, ob man das da jetzt gut lesen kann, aber das eine ist DNSSEC, das ist eine Sicherheitserweiterung für das DNS, also das Domain-Name-System. Besser erklären kann es sicher der Jimmy bei konkreten Fragen, aber vereinfacht gesagt garantiert das einfach, wenn ich auf eine Website komme, die DNSSEC signiert ist, dass das auch wirklich die Adresse ist, wo ich hin wollte und nicht am Weg irgendwo abgelenkt oder umgeleitet wurde. War das jetzt soweit? Soweit untechnisch erklärt, die technische Erklärung gibt es dann sicher noch auf Bedarf. Das zweite ist ein Security Log für Domains. Wer es in den Medien in der letzten Zeit verfolgt hat, es gibt natürlich auch immer wieder Versuche, Domains an sich zu hijacken oder durch manipulierte DNS-Einträge dann auch wieder sozusagen in die Gewalt anderer zu bringen. Ein Security Log macht nichts anderes, als dass wir sagen oder der Domain-Inhaber bei uns sagt, wer auch immer meine Domain angreift, was auch immer da passiert, und ich habe vorher erwähnt, es passiert sehr viel vollautomatisch über Provider,
ich will es wissen und ich will diese Änderung autorisieren. Sprich, der Domäninhaber bekommt einfach ein Pass oder setzt sich ein Passwort. Und wenn wir merken, bei der Domain soll etwas verändert werden, dann muss uns der mit dem Passwort sagen, ja, das ist in meinem Sinne, das habe ich gewünscht. Oder wenn nicht, quasi wird die Transaktion gestoppt. Und ich meine, es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass einmal irgendein Automat bei einem großen Registrar spinnt und da Transaktionen massenweise schickt. Also, falls ihr Kunden habt oder selber Domains betreibt, wo ihr sagt, ja, also die sind mir sehr, sehr viel wert und die sind sehr wichtig, ist es durchaus was, was man sich überleben kann. Das ist ein Service, das eben zusätzlich zur Domain gesetzt wird und jährlich zu bezahlen ist. Ja, wenn es jetzt noch ein bisschen mehr in die technische Ebene geht, wir bieten über eine Schwesterfirma von der NIC.at auch ein DNS-Produkt an. Sprich, ihr wisst ja, bei einer AT-Domain braucht man zwei konfigurierte Nameserver. Früher war es gang und gäbe, dass das einfach nur zwei Server waren mit den IP-Adressen, hat man eingetragen. Und natürlich, wenn diese beiden Server konkret attackiert worden sind, dann war Sense und die Domain weg. Drum gibt es sowas, das nennt sich Anycast-Technologie, sprich, da reagieren, also da haben weltweit verteilte Server dieselbe IP-Adresse und es antwortet quasi immer der netztopologisch am nächsten gelegene. Und selbst wenn dann 2, 3, 4 Server unter Beschuss geraten oder DDoS-Attacken diese außer Gefecht setzen, gibt es das restliche Netzwerk, das immer einspringt. Also sprich, ein Cloud-Service kann man eigentlich sagen, wodurch man die Erreichbarkeit der Domains de facto gewährleistet. Und wenn das interessiert, also wir haben draußen bei unserem Stand Infos dazu und das kann man auch testen, gratis, auf arcode0.at und das geht wirklich, also das kleinste Paket bis zu 5 Domains, bis hin zu Registrare, die sagen, wir wollen das standardmäßig allen unseren Kunden mit anbieten oder wir wollen uns zusätzlich absichern, gibt es in allen Geschmacksausprägungen sozusagen. Ja, das war quasi schon die generelle Vorstellung der Services, die wir als NIC.at für die Community bereitstellen. Ihr könnt es gern, falls ihr es nicht eh schon gemacht habt, bei unserem Stand vorbeischauen, euch unseren Domain-Namen-Inspirator holen, also das Würfelspiel, mit dem ich immer kreativ die beste Lösung für meinen Domain-Namen finde. Wir haben natürlich Infos über die Produkte mit, die wir anbieten und Kollege vom Kundenservice kann auch alle Fragen rund um konkrete Domain-Anliegen beantworten. Und damit sich quasi der Kreis jetzt noch einmal schließt zur Joomla-Community, es gibt über einen Registrar von uns, der mit Joomla international eine Domain-Plattform aufgesetzt hat, die sich nennt domains.joomla.org, gibt es jetzt die Möglichkeit, dass ihr eure Domain-Registrierungen oder eure Domain-Verwaltung über diese Joomla-Plattform macht. Und das Charmante daran ist, dass über die Umsätze, die da generiert werden, ein gewisser Teil wieder zurückfließt an die Joomla-Community. Also mit der Domainregistrierung unterstützt ihr quasi die eigene Community. Und mit den Betreibern dieser Plattform ist ein Aktionspreis, der bis Ende Mai auf jeden Fall gilt, ausgemacht worden, dass es die AT-Domain um, nicht 99, oh Gott, Regiefehler, ich muss sofort korrigieren, weil das ist jetzt auf der Folie, oder? Das wird jetzt alles Moment. Ah, kannst du mal halten? Yeah. Okay. Schock. Ja, also wir senken Preise innerhalb von Sekunden schnell. Nein, also der Domainpreis, und das möchte ich jetzt auch bitte allen nachher Zusehenden vermitteln, ist 9,99 Euro pro Jahr. Wie gesagt, auf domains.joomla.org erhältlich. Und damit möchte ich auch schon meinen Vortrag für heute beschließen und euch noch viel Spaß bei den Joomla Days wünschen. Solange, bis es Fragen gibt.